Nachbarn auf der Stadiontribüne, einträchtig nebeneinander, deutsche Jungs in deutschen Trikots. Zu solcher Nachbarschaft hat AfD-Vize Alexander Gauland was zu sagen. Die Leute, so zitiert ihn die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, wollen einen Boateng nicht als Nachbarn haben. War keine Beleidigung, meinte Gauland hinterher, war nur eine Beschreibung, quasi wertneutral. Das Herumgerede um Rassismus macht es für die CDU/CSU nicht einfacher. Und das hat auch wieder was mit Nachbarschaft zu tun. Denn die AfD, anfangs unterschätzt als vorübergehendes Phänomen, richtet sich rechts von der Union wohnlich ein. Wie umgehen mit der AfD? Anne Herzlieb und Hilke Petersen zeigen die Union im Dilemma. Volle Breitseite, so geht es jetzt schon länger im Wahlkreisbüro von Herrn Zimmermann von der CDU. Es kamen in letzter Zeit immer mal wieder erboste Leute herein, ohne große Begrüßung. Herr Zimmermann, am Frühstückstisch wollte ich Sie noch wählen. Und als ich dann die Zeitung aufschlag und ich sehe da so ein Bild von Ihnen, wie Sie der Bundeskanzlerin die Hand geben, wissen Sie, was ich dann gemacht habe? Dann habe ich meine Wahlbenachrichtigung verrissen. Hatte keinen Bock mehr. Andere warfen ihre Wahlbenachrichtigung so in Zimmermanns Briefkasten. In Kirchheim-Teck, Baden-Württemberg, waren er und seine CDU traditionell die Wahlsieger, eigentlich immer. Minus 12 Prozentpunkte sind es diesmal bei der Wahl vor 2 Monaten. Das tut weh. Unsere große Wählerschaft waren und sind gewesen, leider gewesen, die etwas älteren, reiferen, vernünftigen, der über 60-Jährigen, also sprich, die man durchaus als wertkonservativ bezeichnen kann. Und diese Wertkonservativen, die haben sich von der CDU nicht mehr vertreten gefühlt oder haben Ängste. Und sie meinen, sie wären bei zum Beispiel der AfD besser aufgehoben. Einem wie ihm ist es mit Merkel früher mal besser gegangen. Das ist jetzt anders. Der Historiker Frank Bösch sagt, viele CDU-Anhänger haben sich wegen Merkels Mittekurs von der Partei abgewendet. Den Ausstieg aus der Atomenergie, die Reform der Bundeswehr, auch die Öffnung für berufstätige Frauen und die Förderung von Kita-Plätzen. Aber es gab vor allen Dingen 2 Punkte, in denen die konservativen Wähler immer wieder zusammenzucken. Das eine war die Rolle von Migranten und des Islams insbesondere in Deutschland. Das andere war die Gleichberechtigung von homosexuellen Beziehungen. Ihm ging das auch zu weit. Alexander Gauland war lange Jahre CDU-Mann, war Vorzeigekonservativer, war sogar mal Chef der hessischen Staatskanzlei. Jetzt gehört er zur AfD-Spitze, verließ die Merkel-Partei. Die Art von Politik, Management, auch den Leuten, die Leute nicht mitzunehmen, eine Diskussion nicht zu führen, sondern zu sagen, das machen wir jetzt so, das ist jetzt alternativlos. Das hat mich dann endgültig aus der CDU vertrieben. Jetzt, Ende April, ist Gauland auf dem Weg, AfD-Höhenflüge zu feiern. Bundesparteitag in Stuttgart. Sie verstehen sich als die wahren Konservativen, das eint. Endlich wieder Politik ohne vermeintliche Denkverbote. Die AfD stillt die Sehnsucht nach alten Zeiten, die viele hier für die besseren halten. Ich finde, die AfD selber, die nimmt heute die Position der alten CDU ein. Nach Kohl eigentlich hat die CDU ja den Konservativismus aufgegeben. Und diese Lücke füllt jetzt momentan die AfD. Wir zum Beispiel, wir sind über Generationen hinweg eine alte CSU-Wählerfamilie. Katholisch, konservativ, urbayerisch. Die Publizistin Liane Bethnatz beobachtet die AfD von Anfang an. Von der Anti-Euro- zur Anti-Islam-Partei, die Grenzen zur Pegida-Bewegung inzwischen fließend. Wir wenden uns das ja zu Recht gegen eine Islamisierung des Abendlandes. Wenn wir aber konsequent und gerecht argumentieren wollen und gegen Islamisierung des Abendlandes sind, dann dürfen wir nicht für die Verwestlichung des Islams eintreten. Völkisch-neurechtes Gedankengut setze sich in der AfD zunehmend durch, sagt Bethnatz. Mit Konservativsein habe das nichts zu tun. Die AfD ist keine konservative Partei, sie ist eine rechtspopulistische Protestpartei und
Dieser Gestus zeigt sich vor allem in der Agitation gegen die da oben und gegen das Establishment. Das ist etwas, was das konservative Denken eigentlich nicht kennt. Dort versteht man sich eher als Elite im besten Sinne. Frauke Petry hat auf dem Parteitag in Stuttgart auch gesagt, man wolle ein Gegenentwurf zum politischen Establishment sein und kein Teil davon. Aufstieg zu einer echten Volkspartei. Die Macht ist das Ziel. Alle anderen Großen viel zu klein für die AfD. Die anderen müssen an sich arbeiten, damit sie sich qualifizieren, auf unserem Niveau arbeiten zu können. In der momentanen Aufstellung ist die Union momentan nur eine weitere linke Partei in diesem Land und damit leider kein Koalitionspartner von uns. Elbe-Elster in Brandenburg, CDU-Land. Den einzigen AfD-Mann hier im Kreistag hat die CDU-Fraktion in ihre Reihen aufgenommen. Bundesweit die erste Zusammenarbeit. Koalition will man das hier zwar nicht nennen, aber immerhin eine Stimme mehr für die CDU. Wir haben keine CDU-AfD-Fraktion gegründet, sondern er hat sich voll und ganz den Werten der Union unterworfen. Und deshalb verlangen wir übrigens auch, dass er genau dies befolgt und hier nicht ausschert und hier, sage ich mal, sein eigenes Süppchen kocht. In der Provinz machen sie Regionalpolitik. Da fallen unterschiedliche Werte nicht so auf. Also kein Streit über Euro-Austritt oder wegen des Islams. Wir werden nicht solche Fragen entscheiden. Nur ist es aus meiner Sachkenntnis derzeit bedenklich, wenn man sehr schnell sagt, der Islam gehört zu Deutschland. Das ist sehr bedenklich. Und ich finde es auch sehr bedenklich, dass man den Islam ohne weitere Prüfung dann als Religion auch akzeptieren will. CDU im Dilemma, die AfD entzaubern, indem man sich inhaltlich auseinandersetzt. Schwierig, schwierig aber auch, die Partei zu ignorieren, denn in Umfragen liegt die AfD in Brandenburg jetzt bei 20%. Stark bleiben in Baden-Württemberg. Das will die geschwächte CDU, seit die AfD zur mächtigen Konkurrenz aufstieg und mehr als 15% bei der Landtagswahl holte. CDU-Stimmen gingen verloren an Grüne und AfD. Wer sich einer vorschnellen Wahlanalyse darauf zurückzieht, dass unser Problem nicht auch rechts von der Union entstanden sein könnte, sondern nur in Richtung Grünen, dem könnten am Wahlabend der bevorstehenden Bundestagswahl die Augen geöffnet werden, liebe Freundinnen und Freunde. Gefahr von rechts. Die soll Merkel endlich bannen, aufhören mit ihrer Art von Flüchtlingspolitik. CSU-Chef Seehofer will sie dazu zwingen, bisher ohne Erfolg. Denn nur um Wähler zu halten, will Merkel ihre Prinzipien nicht aufgeben. Zurück im brandenburgischen Elbe-Elster, zurück bei Herrn Genielke von der CDU. Der hat jetzt ein Problem. Die AfD, die er in seine CDU-Fraktion ließ, macht Stimmung. Gute Reise, Frau Merkel. Suchen Sie sich ein anderes Volk. Diese Anti-Merkel-Demo hat ausgerechnet der AfDler in Genielkes CDU-Reihen mitorganisiert, nicht die erste. Und die nächste ist schon übermorgen. Absagen kommt für die AfD nicht in Frage. AfDler Franke soll deshalb aus der Fraktion fliegen. Wir hatten ja immer die Diskussion, dass wir angeblich irgendjemanden dämonisieren, die Leute nicht ernst nehmen. Wir haben sie ernst genommen. Und insofern, glaube ich, haben wir es ernsthaft versucht. Ich muss aber feststellen, dass es hier auch leider ernsthaft gescheitert ist, weil es offensichtlich gar nicht darauf ankommt, mit der Union zusammenzuarbeiten, sondern im Gegenteil, die Union zu dämonisieren. Jetzt aber wird Genielke den Geist nicht los, den er rief. Denn die CDU Elbe-Elster ist gespalten in der Frage, wie halten wir es mit der AfD? Die Hälfte will trotz allem am AfD-Kollegen festhalten. Merkel zu beschimpfen, tut hier wohl nicht jedem so richtig weh. Es bröckelt in der Merkel-CDU immer rasanter, seit die AfD da ist. 2 Monaten, das tut weh. Unsere große Wählerschaft waren und sind gewesen, leider gewesen, die etwas älteren, reiferen, vernünftigen, der über 60-Jährigen, also sprich, die man durchaus als wertkonservativ bezeichnen kann. Und diese Wertkonservativen, die haben sich von der CDU nicht mehr vertreten gefühlt oder haben Ängste. Und sie meinen,
sie wären bei zum Beispiel der AfD besser aufgehoben. Einem wie ihm ist es mit Merkel früher mal besser gegangen, das ist jetzt anders. Der Historiker Frank Bösch sagt, viele CDU-Anhänger haben sich wegen Merkels Mittekurs von der Partei abgewendet. Den Ausstieg aus der Atomenergie, die Reform der Bundeswehr, auch die Öffnung für berufstätige Frauen und die Förderung von Kita-Plätzen. Aber es gab vor allen Dingen zwei Punkte, in denen die konservativen Wähler immer wieder zusammenzuckten. Das eine war die Rolle von Migranten und des Islams, insbesondere in Deutschland. Das andere war die Gleichberechtigung von homosexuellen Beziehungen. Ihm ging das auch zu weit. Alexander Gauland war lange Jahre CDU-Mann, war Vorzeigekonservativer, war sogar mal Chef der hessischen Staatskanzlei. Jetzt gehört er zur AfD-Spitze, verließ die Merkel-Partei. Die Art von Politik. Die AfD ist keine konservative Partei, sie ist eine rechtspopulistische Protestpartei. Und dieser Gestus zeigt sich vor allem in der Agitation gegen die da oben und gegen das Establishment. Das ist etwas, was das konservative Denken eigentlich nicht kennt. Dort versteht man sich eher als Elite im besten Sinne. Frauke Petri hat auf dem Parteitag in Stuttgart auch gesagt, man wolle ein Gegenentwurf zum politischen Establishment sein und kein Teil davon. Aufstieg zu einer echten Volkspartei. Die Macht ist das Ziel. Alle anderen Großen viel zu klein für die AfD. Die anderen müssen an sich arbeiten, damit sie sich qualifizieren, auf unserem Niveau arbeiten zu können. In der momentanen Aufstellung ist die Union momentan nur eine weitere linke Partei in diesem Land und damit leider kein Koalitionspartner von uns. Elbe Elster in Brandenburg, CDU-Land. Den einzigen AfD-Mann hier im Kreistag hat die CDU-Fraktion in ihre Reihen aufgenommen. Bundesweit die erste Zusammenarbeit. Koalition will man das hier zwar nicht nennen, aber immerhin eine Stimme mehr für die CDU. Wir haben keine CDU-AfD-Fraktion gegründet, sondern er hat sich voll und ganz den Werten der Union unterworfen. Und deshalb verlangen wir übrigens auch, dass er genau dies befolgt und hier nicht ausschert und hier, sage ich mal, sein eigenes Süppchen kocht. In der Provinz machen sie Regionalpolitik. Da fallen unterschiedliche Werte nicht so auf. Also kein Streit über Euro-Austritt oder wegen des Islams. Wir werden nicht solche Fragen entscheiden. Nur ist es aus meiner Sachkenntnis derzeit bedenklich, wenn man sehr schnell sagt, der Islam gehört zu Deutschland. Das ist sehr bedenklich. Und ich finde es auch sehr bedenklich, dass man den Islam ohne weitere Prüfung dann als Religion auch akzeptieren will. CDU im Dilemma, die AfD entzaubern, indem man sich inhaltlich auseinandersetzt. Schwierig, schwierig aber auch, die Partei zu ignorieren, denn in Umfragen liegt die AfD in Brandenburg jetzt bei 20%. Stark bleiben in Baden-Württemberg. Das will die geschwächte CDU, seit die AfD zur mächtigen Konkurrenz aufstieg und mehr als 15% bei der Landtagswahl holte. CDU-Stimmen gingen verloren an Grüne und AfD. Wer sich einer vorschnellen Wahlanalyse darauf zurückzieht, dass unser Problem nicht auch rechts von der Union entstanden sein könnte, sondern nur in Richtung Grünen, dem könnten am Wahlabend der bevorstehenden Bundestagswahl die Augen geöffnet werden, liebe Freundinnen und Freunde. Gefahr von rechts. Die soll Merkel endlich bannen, aufhören mit ihrer Art von Flüchtlingspolitik. CSU-Chef Seehofer will sie dazu zwingen, bisher ohne Erfolg. Denn nur um Wähler zu halten, will Merkel ihre Nachbarn auf der Stadiontribüne, einträchtig nebeneinander, deutsche Jungs in deutschen Trikots. Zu solcher Nachbarschaft hat AfD-Vize Alexander Gauland was zu sagen. Die Leute, so zitiert ihn die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, wollen einen Boateng nicht als Nachbarn haben. War keine Beleidigung, meinte Gauland hinterher, war nur eine Beschreibung, quasi wertneutral. Das Herumgerede um Rassismus macht es für die CDU, CSU nicht einfacher. Und das hat auch wieder was mit Nachbarschaft zu tun. Denn die AfD, anfangs unterschätzt als vorübergehendes Phänomen, richtet sich rechts von der Union wohnlich ein. Wie umgehen mit der AfD? Anne Herzlieb und Hilke Petersen zeigen die Union im Dilemma.
Volle Breitseite, so geht es jetzt schon länger im Wahlkreisbüro von Herrn Zimmermann von der CDU. Es kamen in letzter Zeit immer mal wieder erboste Leute herein, ohne große Begrüßung. Herr Zimmermann, am Frühstückstisch wollte ich Sie noch wählen. Und als ich dann die Zeitung aufschlag und ich sehe da so ein Bild von Ihnen, wie Sie der Bundeskanzlerin die Hand geben, wissen Sie, was ich dann gemacht habe? Dann habe ich meine Wahlbenachrichtigung verrissen. Hatte keinen Bock mehr. Andere warfen ihre Wahlbenachrichtigung so in Zimmermanns Briefkasten. In Kirchheim-Teck, Baden-Württemberg, waren er und seine CDU traditionell die Wahlsieger. Eigentlich immer. Minus 12 Prozentpunkte sind es diesmal bei der Wahl vor Management. Auch den Leuten, die Leute nicht mitzunehmen. Eine Diskussion nicht zu führen, sondern zu sagen, das machen wir jetzt so. Das ist jetzt alternativlos. Das hat mich dann endgültig aus der CDU vertrieben. Jetzt, Ende April, ist Gauland auf dem Weg, AfD-Höhenflüge zu feiern. Bundesparteitag in Stuttgart. Sie verstehen sich als die wahren Konservativen, das eint. Endlich wieder Politik ohne vermeintliche Denkverbote. Die AfD stillt die Sehnsucht nach alten Zeiten, die viele hier für die besseren halten. Ich finde, die AfD selber, die nimmt heute die Position der alten CDU ein. Nach Kohl eigentlich hat die CDU ja den Konservativismus aufgegeben. Und diese Lücke füllt jetzt momentan die AfD. Wir zum Beispiel, wir sind über Generationen hinweg eine alte CSU-Wählerfamilie. Katholisch, konservativ, urbayerisch. Die Publizistin Liane Bethnatz beobachtet die AfD von Anfang an. Von der Anti-Euro- zur Anti-Islam-Partei, die Grenzen zur Pegida-Bewegung inzwischen fließend. Wir wenden uns das ja zu Recht gegen eine Islamisierung des Abendlandes. Wenn wir aber konsequent und gerecht argumentieren wollen und gegen Islamisierung des Abendlandes sind, dann dürfen wir nicht für die Verwestlichung des Islams eintreten. Völkisch-neurechtes Gedankengut setze sich in der AfD zunehmend durch, sagt Bethnatz. Mit Konservativsein habe das nichts zu tun.